Hallo und herzlich willkommen hier auf meinem YouTube-Kanal zu einem weiteren Film in meiner Serie über die Yi 4K Plus Action Cam. Ja, die Kamera, die hat eine ganze Menge zu bieten und das möchte ich euch heute mal so ein bisschen näher bringen. Und ich habe mir überlegt, wir machen das so, dass wir uns die Einstellmöglichkeiten der Kamera alle mal anschauen. Das sind eine ganze Menge, aber so lernen wir auch die Funktion oder den Funktionsumfang sehr, sehr genau kennen. Da das eine ganze Menge Zeug ist, legen wir direkt los und schauen uns die Sachen mal im Detail an. Wir starten mal schnell mit einem kurzen Überblick. Wir haben hier unser Live-Bild auf der Rückseite mit einigen Menüanzeigen. Wenn wir einmal einfach auf die Mitte drücken, dann verschwinden diese Menüanzeigen und wir können das Bild in seiner Gesamtheit bewundern. Und nochmal drauf drücken, dann haben wir wieder diese Balken. Im oberen Bereich haben wir eher so einen Statusbalken. Hier haben wir den aktuellen Modus, das ist Filmaufnahme, wie viel wir schon gefilmt haben, wie viel wir noch filmen können, bevor die SD-Karte voll ist, ob Ton aufgezeichnet wird und wie viel Akkukapazität wir noch haben. Dann der untere Bereich, der ist dreigeteilt im Prinzip. Wir haben ganz auf der linken Seite ein Play-Symbol. Wenn wir da drauf drücken, dann kommen wir hier in die bereits aufgenommenen Fotos und Videos, können dort uns die Sachen anschauen und auch löschen. Dann haben wir in der Mitte den Modus. Wenn wir da drauf drücken, sehen wir hier alle Modi, die die Kamera kann. Da muss man ein bisschen aufpassen. Das macht so den Eindruck, es sind nur 6 Modi, aber man kann hier noch nach oben scrollen und dann kommen hier noch weitere, sodass ihr insgesamt auf 10 verschiedenen Modi seid und in 10 verschiedenen Modi wechseln könnt. Ja, und dann gibt es hier dieses Einstellsymbol und wenn wir da einmal drauf gehen, dann können wir Einstellungen vornehmen. Auch hier ist das Ganze dreigeteilt wieder. Das heißt, wir haben hier ganz oben die Einstellungen zum aktuellen Modus. Dort können wir also alle Einstellungen vornehmen, die diesen Modus betreffen. Also zum Beispiel, in welcher Auflösung und mit welcher FPS-Zahl wir filmen. Hier können wir dann auch zum Beispiel auswählen diese 4K mit 60 FPS. Dann haben wir hier ein Zahnradsymbol wieder. Da kommen die allgemeinen Einstellungen der Kamera und hier mit dem dritten können wir immer zurück zu dieser Ansicht. Ja, dann gibt es noch die Möglichkeit, über den Bildschirm zu wischen. Wenn wir hier einmal nach rechts oder nach links wischen, dann können wir die Modi Foto und Video umschalten. Das Drücken hatte ich euch schon gezeigt. Dann kann man noch nach oben wischen, dann kommen die Modi und nach unten wischen, dann kommt hier eine Schnellzugriffsfunktion auf bestimmte Sachen wie Sprachsteuerung, zum Beispiel WLAN, Bildschirmsperre oder auch ein Ausschalten der Kamera und wieder nach oben wischen, dann verschwindet das wieder. Schauen wir uns jetzt mal die ganzen Modi und die Einstellmöglichkeiten an. Ich starte hier mal mit dem Videomodus. Hier schauen wir uns mal ganz kurz so ein bisschen detaillierter die einzelnen Sachen an. Es gibt hier die Möglichkeit, die Auflösung zu verändern. 1080p, es gibt 720p, 480 mit maximal 240 Bildern pro Sekunde. Es gibt die unterschiedlichsten Modi hier, 4:3 Format, Ultraweitformat, 4K, dann haben wir hier eben diese 4K 60 FPS. Das ist also das Maximum, was die Kamera an Auflösung schafft. Wir können das Field of View hier ändern, wenn wir natürlich im 4K-Modus sind. Dann gibt es hier nicht so viele Möglichkeiten. Wenn wir das aber mal ändern, zum Beispiel auf 1080p mit, sagen wir mal, 30 FPS, dann haben wir hier die Möglichkeit zwischen Wide, Medium und Narrow, also den Field of View, den Blickwinkel so ein bisschen zu verändern. Es gibt einen Metering-Mode, also die Möglichkeit zu bestimmen, was zur Belichtungsmessung herangezogen werden soll. Es gibt Center, Spot in der Mitte oder so ein Average. Dann gibt es hier die Möglichkeit, Auto-Lowlight-Funktionen anzuschalten. Wir können die Videoqualität hier beeinflussen. Also wenn wir jetzt sagen, wir brauchen nicht so eine große Videoqualität, dann können wir das hier runterschalten. Ansonsten kann man hier High einstellen. Dann haben wir die Möglichkeit, die White Balance auszusuchen, hier mit verschiedenen Vorgaben, Daylight, Cloudy und so weiter. Es gibt zwei unterschiedliche Farbprofile, einmal
Das Standard Yee-Color-Farbprofil und ein etwas flacheres Farbprofil zur Nachbearbeitung. Wir können hier das Shutter-Speed ändern, manuell einstellen, wenn wir wollen. Genauso wie den ISO-Wert, den können wir hier bestimmen. Wir können sogar bei Fotos dann später bestimmen, was maximal ausgewählt werden soll. Wir können den ISO-Wert, wenn wir den einmal eingestellt haben, locken. Wir können bestimmen, wie stark nachgeschärft werden soll. Die Belichtung kann korrigiert werden. Wir können so eine Stabilität einschalten, dass das Bild nachträglich so ein bisschen in der Kamera stabilisiert wird. Wir können einen Zeitstempel einblenden und wir können, das ist auch ganz interessant, auch die Dateigröße bestimmen. Hier muss natürlich entsprechend das Dateiformat dann zum Beispiel auf EXFAT sein. Dann kann man hier auf Max gehen und dann werden halt größere Dateien aufgezeichnet, wenn man das denn möchte. Also es gibt eine ganze Menge Einstellmöglichkeiten und die tauchen natürlich in den unterschiedlichen Modi so und in anderer Form dann auch immer wieder auf. Wir gehen aber jetzt mal die ganzen Modi durch, denn die sind auch durchaus interessant. Ich fange mal an hier mit dem Fotomodus. Da können wir natürlich durch einmal drücken ein Foto machen. Die Einstellungen, die wir hier haben, sind so ähnlich. Wir können hier noch die Resolution, also die Auflösung bestimmen. Ansonsten, das seht ihr schon, sind hier die restlichen Einstellungen identisch mit dem, was ich euch gerade schon gezeigt habe. Ja, dann die nächste Möglichkeit ist der Timer, die Timeraufnahme. Das heißt, hier können wir einmal auf den Knopf drücken und dann wird nach einer bestimmten Anzahl von Sekunden dann entsprechend ein Foto ausgelöst. Also so eine Selbststarter. Dann haben wir Burst. Das bedeutet, dass wir eine Reihe von Fotos machen, also einmal drücken und es wird eine Reihe von Fotos aufgenommen. Hier jetzt 3 Fotos in einer Sekunde. Wir können das hier aber auch ändern bis hin zu 30 Bildern pro Sekunde, die hier dann aufgenommen werden mit einem Tastendruck und dann kann man sich da eben das Beste raussuchen. Ja, den Videomodus, den hatten wir uns gerade schon angeschaut. Da können wir uns halt einfach Videos aufnehmen. Dann haben wir den Timelapse-Videomodus. Dort können wir so Zeitrafferaufnahmen machen. Da bestimmen wir dann hier, in welchem Abstand ein Foto aufgenommen werden soll. Und diese Fotos, die fügt die Kamera automatisch zu einem Film zusammen. Da brauchen wir also später nichts mehr dran zu ändern, sondern wir kriegen einen fertigen Film, der direkt abgespielt werden kann. Ja, das Gegenteil von der Zeitraffer ist im Prinzip Slow Motion. Hier können wir einen Vorgang verlangsamen. Es gibt die Möglichkeit 1080p mit einer 4-fachen Verlangsamung oder 720p mit einer 8-fachen Verlangsamung. Also richtig schöne Slow-Mo-Aufnahmen und das auch noch in verhältnismäßig guter Qualität. Ja, nächster Modus. Dazu müssen wir dann ein bisschen nach oben scrollen, ist das Timelapse-Foto. Da ist im Prinzip genauso wie beim Timelapse-Video, es werden alle paar Sekunden Fotos aufgenommen, die werden dann aber nicht zu einem Film zusammengefügt, sondern die werden nur halt abgespeichert als einzelne Fotos und man kann die dann eben selber in einem Programm seiner Wahl am PC dann zusammenfügen. Dann gibt es den Modus Loop. Loop bedeutet, dass eine bestimmte Zeit lang aufgenommen wird und wenn das Ende dieser Zeit erreicht ist, dann wird die Aufnahme praktisch am Anfang weiter gemacht. Dann wird also das, was man zuerst aufgenommen hat, automatisch wieder gelöscht und man hat so immer eine vordefinierte Länge. Hier gibt es verschiedene Längen, zum Beispiel 5 Minuten und dann nimmt er eben ein Video auf, das genau 5 Minuten lang ist und immer die letzten 5 Minuten praktisch gespeichert hält. Ja, nächster Modus ist dann Video und Foto. Hier können wir gleichzeitig filmen und fotografieren. Das funktioniert mit einer Intervallfunktion, das heißt, wir starten einmal die Aufnahme, dann wird ein Video aufgenommen mit 1080p 60 FPS zum Beispiel und gleichzeitig wird alle 5 Sekunden ein Foto abgespeichert. Ja, der letzte Modus, den wir dann hier haben, den müssen wir uns mal später anschauen mit der App zusammen. Das ist der Live-Modus. Da müssen wir zunächst mal einen Barcode scannen auf der App und wenn wir das gemacht haben, können wir das Bild von der Kamera praktisch live dann ins Internet streamen über das Smartphone. Das mache ich aber jetzt wieder aus. Werfen wir jetzt noch einen Blick auf die allgemeinen Einstellungen. Hier gibt es auch noch eine ganze Menge zu entdecken. Hier können wir zum Beispiel im ersten Menüpunkt die Verzerrung ausschalten. Wi-Fi dient zum Verbinden mit der App. Wir können die SD-Karte formatieren, den Modus wählen, mit dem die Kamera starten soll, Bluetooth-Geräte hier verbinden, die Helligkeit des Displays einstellen, die Lautstärke des Piepens einstellen oder hier auch die Sensibilität des Mikrofons.
Eine interessante Sache ist der Bereich Soundeffekt, da gehe ich mal gerade rein. Hier können wir entscheiden, ob die beiden Mikrofone, die verbaut sind, für eine Stereoaufnahme genutzt werden oder ob das zweite zur Windfilterung genutzt werden soll, also automatisch eine Art Rauschunterdrückung ist hiermit eingebaut. Wir können bestimmen, wie viele LEDs was anzeigen. Wir können sagen, dass die Kamera in dem wasserdichten Gehäuse ist, damit der Klang ein bisschen anders ist. Wir können ein externes Mikrofon anschließen. Wir haben hier eine Sprachsteuerung mit integriert. Wie die funktioniert, zeige ich euch aber in einem gesonderten Film. Dann gibt es den Videostandard PAL NTSC. Das Übliche, hier können wir auch die Bildwiederholraten beeinflussen. 30er Multiplikatoren bei NTSC oder 25er bei PAL. Wir haben Advanced-Einstellungen, wie zum Beispiel dem Bildschirmschoner, wann die Kamera sich ausschalten soll, ob das Bild gedreht sein soll. Wir können hier den AV-Ausgang legen, einen Videoausgang legen, auf den USB-Anschluss Datum und Uhrzeit einstellen und ähnliches. Ja, dann haben wir hier unten drunter noch die Möglichkeit, uns die Firmware-Info per Device-Info anzuschauen. Das habe ich euch ja schon im letzten Film gezeigt. Kamera-Reset durchführen und es gibt hier Spracheinstellungen, wo sich die Kamera befindet und welche Sprache. Deutsch ist leider zumindest derzeit noch nicht dabei. Und hier haben wir dann noch so einen kleinen Scroller mit so ein bisschen About-Informationen. Ja, das ist das, was wir hier haben. Und jetzt zeige ich euch noch einmal ganz kurz hier die Möglichkeiten, die wir hier haben, was die Schnellauswahl angeht. Da können wir auch bestimmte Funktionen ein- und ausschalten. Das sind diese hier. Wir können hier das WLAN ein- und ausschalten, die Sprachsteuerung ein- und ausschalten. Das hier ist Bluetooth. Ein bisschen seltsames Symbol für Bluetooth, aber das ist hier die Bluetooth-Steuerung, die wir ein- und ausschalten können. Die Bildschirmsperre können wir hier gezielt aktivieren. Ansonsten nach der Zeit des Bildschirmschoners, die hier in den Advanced-Einstellungen ist. Und wir können die Kamera auch hier drüber komplett ausschalten, wenn wir es wollen. Ja, soweit also die Einstellmöglichkeiten. Der Funktionsumfang hier der Xiaomi Yi 4K Plus Action Cam. Zwei Sachen habe ich euch noch vorenthalten. Das ist zum einen die Steuerung per App und zum anderen die Steuerung per Sprache. Beides möchte ich euch noch in einem gesonderten Film einmal vorstellen. Auch gerade bei der Sprachsteuerung, da muss man so ein bisschen was noch vorher machen. Und damit ihr da nichts falsch macht, zeige ich euch das natürlich nochmal gesondert. Ja, für all diejenigen von euch, die sich jetzt fragen, hey, super, toll, toller Funktionsumfang, wo kann ich die Kamera kaufen, habe ich euch natürlich hier unten drunter verlinkt. Genauso übrigens auch wie hier, die Frage wird mit Sicherheit wieder kommen, wo bekommt man so ein Stativ her, auch das habe ich euch unten drunter verlinkt. Und das ist eine ganz, ganz tolle Sache, dass die Kamera hier unten drunter so einen Stativanschluss hat, dann kann man die nämlich super easy überall befestigen. Ja, ich hoffe, der Film hat euch gefallen, konnte euch so ein bisschen helfen, einen Überblick zu gewinnen über die Xiaomi Yi 4K Plus. Und falls ja, dann freue ich mich natürlich wie immer über nette Kommentare hier unten drunter. Gerne auch einen Daumen nach oben da lassen, würde mich echt freuen. Empfehlt mich weiter und falls ihr es noch nicht gemacht haben solltet, dann abonniert hier meinen YouTube-Kanal, damit ihr die kommenden Filme eben nicht verpasst. Wie immer sage ich zum Abschluss noch Danke fürs Zuschauen und tschüss, bis zum nächsten Mal.